Okay. Dann die ganze Zugreise war sehr traurig, weil ich musste viel nachdenken, bin ich ja wieder verabschieden. Und Ach ich würde ja ja. sowieso erst in einem Jahr wiederkommen. War ein bisschen traurig, habe viel nachgedacht den ganzen Weg. Ja, und dann bin ich aber in Barneau angekommen. Meine Freundin hat mich wieder abgeholt. Da habe ich mich wieder gefreut. Dachte ich, gut, dass wenigstens noch nicht ganz vorbei ist, dass ich noch meine Freundin sehe. Sie hat mich abgeholt, wir sind zu ihr nach Hause gefahren, haben noch Fisch gegessen. Wir haben noch Fisch gekauft an dem Tag. Ich war mit dem Koffer. Also wir sind ja mit dem Bus gefahren zu ihr. Also nicht mit ihrem Freund, sondern mit dem Bus. Ja, da musste ich mir den Koffer noch kurz einkaufen, wollten wir was, also wir wollten noch was zu essen kaufen. Dann bin ich mit dem Koffer reingegangen in den Einkaufscenter. Alle haben mich so komisch angeschaut. Ich dachte, hä, was machst du mit dem Koffer hier? Ich dachte, das ist meine Handtasche, Frauenhandtasche. Naja, die haben so ein bisschen gelacht, aber ja. Und viele Jungs wollten uns gleich kennenlernen. Sagen, junge Frau, haben Sie keinen Wohnplatz oder was? Sie können bei mir wohnen. Dann haben die alle so, dann brauchen sie Hilfe und so. Oh, ich dachte, nee, ich brauche keine Hilfe, ich komme schon ganz gut selber zurecht. Und der eine hat sogar so eine komische Anmache gehabt. Der sagt, oh, junge Frau, Sie haben was verloren. Ich so, hä, was habe ich verloren? Er sagt, Ihr schönes Lächeln, sah so schön aus. Ich dachte, oh ja, jetzt weiß ich, wie man kennenlernen, wenn man jemanden kennenlernen will. Jetzt weiß ich, was man machen muss. Einfach Koffer mitnehmen und dann Genau, spazieren gehen. genau. Ja, und dann sind wir zu ihr gegangen.